So, dann habe ich nämlich hier ein, das passt so ein bisschen dazu, die Spherical Cow. Der werden wir in Zukunft noch häufiger begegnen. Ist ein schöner Begriff, ist so ein heiterer Diskursangebot. Nämlich heißt im Prinzip, dass ich ein wissenschaftliches Modell so vereinfache, dass es damit halt leichter erklärbar ist, aber eigentlich dann auch irgendwie blödsinnig wird. Und durch dieses einfache Modell hast du eben sowas wie letztes Jahr, ne, dass du halt irgendwie sagst, von wegen so, naja, weil hier Krieg, deswegen vielleicht irgendwie Stromausfall, wo sich ja relativ schnell herausgestellt hat, das ist gar nicht so, und deswegen Atomkraftwerk. So, und das ist quasi etwas wie die kugelrunde Kuh, ne? Dass ich halt irgendwie eine Geschichte versuche, so runter zu dampfen, dass es damit dann ganz leicht erklärbar wird. Und mit den Sachen, ne? Also wir reden ja nicht nur davon, dass Klimakatastrophe uns wirklich zu Leibe rückt, sondern eben die planetaren Grenzen. Erste Episode haben wir sehr breit erklärt. Auch die werden viel mehr in den Diskurs reinkommen, werdet ihr merken, und die werden dann auch vereinfacht werden. So, ne? Und dann haben wir halt eben die einfachen Geschichten, die wir ganz am Anfang gehabt haben, wo man sich was zurechtlügt. Dann hast du halt irgendwie dann Akteure, die dann irgendwie sagen, mein Footprint ist das und das und so weiter. Und das dann gesagt wird, weil X, dann Y. Weil immer, wenn wir über komplexe oder sogar hyperkomplexe Sachverhalte reden, sind einfache Antworten gerne genommen. So funktioniert auch im Prinzip neoklassische Ökonomie. So, ne? Also, dass man dann gerne mal versucht, solche Sachen runterzubrechen oder eben bestimmte Sachen wie gesellschaftliche Prozesse funktionieren, geht dann gerne mal schief, weil man dann eben doch komplett in die falsche Richtung geht. Und wir laufen in eine Zukunft vor, Zukunft hinein, wo wir viel Komplexität, viel Chaos haben. Wir sind eigentlich gut informiert, haben aber wenig Zeit wirklich und auch wenig Expertise, dann irgendwie guten von schlechten Informationen zu trennen, brauchen schnelle Antworten und so weiter. Und das ist die hohe Zeit des Populismus, auch die hohe Zeit des Extremismus und so weiter, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht ständig der kugelrunden Kuh begegnen, und uns damit quasi auf falsche Antworten verleiten lassen. Der begegnen wir gleich auch nochmal. Sondern das andere ist Hanlons Razor. Ihr kennt alle Occam's Razor, wo man sagt, okay, wenn es eine einfache Antwort gibt dann, und die dann auch stimmt, dann fangen wir erstmal da an zu gucken und so weiter und dann ist man da schneller auf dem Ergebnis. Hanlons Razor geht nochmal so ein bisschen anders damit um und sagt dann irgendwie so, wenn ich mir den Menschen betrachte und da ist irgendwas, läuft irgendwas nicht gut, dann denke nicht davon, dass er böse ist, sondern denk einfach, dass er doof ist. So, also es gibt keine große Verschwörung von irgendwie bösartigen Menschen, die dann so sitzen und sagen so, Dr. Evil-mäßig, ich werde die Welt zerstören, sondern einfach, dass es Dummheit ist. So, dass man einfach die Sachen nicht macht, nicht in Urlaub fliegt, weil man jetzt irgendwann in Urlaub fliegt, weil man böse ist, sondern einfach nur, weil man zwar einerseits Klimawandel weiß, aber im nächsten Moment nicht begriffen hat, dass was mit dem Trip nach Bali vielleicht keine gute Idee mehr ist in diesem Lebenszeitalter. So, ne, also das ist halt eben etwas, was mit Dummheit zu tun hat, nicht so mit Böswilligkeit. Und ich würde sogar noch Jensis Razor anbieten. Nämlich, ich glaube, was ich bemerkt habe, ist, dass es sehr häufig auch nicht Dummheit ist, sondern Gier. Viele Sachen werden gemacht, nicht weil die Leute bösartig sind oder doof, sondern es einfach, weil sie das gerne machen wollen, weil sie was davon haben. Also der Eigensinn im schlechtesten Sinne ist in dem Moment wichtig und die Verantwortungslosigkeit und die Freiheit, die ich habe, ermöglicht es mir, auch auf Kosten des anderen, auf Kosten von ganzen Arten, Spezies, Biosphären, auf Kosten der nächsten Generation, für mich selber einen Gewinn abzuschöpfen. Und das ist für mich Kern des Problems. Also immer, wenn du davon ausgehst, da läuft was richtig scheiße, dann sind das keine Arschlöcher und dann sind das manchmal Idioten, aber manchmal auch nicht. In den meisten Fällen wollen die einfach nur Geld verdienen. Und dann führt das aber auch im Sinne von Aktivismus und auch im Sinne von Kommunikation zu anderen Punkten. Weil wenn ich davon ausgehe, das sind irgendwie Dämonen und irgendwie böse Menschen und irgendwie Satanisten und irgendwie Verschwörung und hast nicht gesehen und so weiter, dann perlt das erstmal an denen ab und das hilft auch im Diskurs nicht und das ist auch Blödsinn. Und wenn ich dann denke, die sind ja alle doof, die vergiften ja die Biosphäre und zerstören damit unsere Lebensgrundlage, das ist ja dämlich, dann ist damit eigentlich auch keinem geholfen, wenn ich versuche, denen ein Informationsangebot als Lösung zu geben. Wenn ich aber weiß, die machen das, weil sie damit Geld verdienen, dann kann ich damit anders umgehen und kann nämlich dann denen entgegenhalten, dieses übrigens, die Y-Geld haben jetzt hier x Sachen vernichtet. Jetzt lass doch mal über einen Ausgleich reden. Also internalisieren von Externalitäten. Ich kann darüber auch mit anderen Leuten leichter reden, weil ich dann sage, die machen das aus folgenden Gründen. Und dann klärt das auch die Verhältnisse, weil ein Biotop für immer zu vernichten, unwiederbringlich zu zerstören, für x Geld ist meistens etwas, was in einer Disbalance steht, die jeder versteht.
Und deswegen glaube ich, ist so dieses, dass man sich damit auseinandersetzt, was könnten denn Motivlagen sein, und dann nicht zu schnell zu dem, ich kann das ja verstehen, ich habe manchmal auch einen gewissen Groll in mir und dann mache ich das auch an der Person fest, aber das hilft halt nicht, weil man kommt, muss auf die Systemebene und dann merkt man halt, es gibt Gründe dafür, warum Leute in Organisationen und auch Organisationen selber so handeln, weil selbst auch der Eigentümer am Ende ja, wenn du ihn wahrscheinlich damit direkt konfrontierst, möglicherweise sagen würden, ja, Mist, das habe ich gar nicht im Blick gehabt. Oder beziehungsweise halt so, jetzt wo du sagst, jetzt fühle ich mich doch betroffen. Dann vielleicht dann auch eher dazu bewegen ist, darauf zu verzichten. So, wenn du aber vornherein sagst, das ist irgendwie evil, dann klappt das nicht so. Ne? Das heißt also, sich damit auseinanderzusetzen, das kann zu einem Aktivismus führen und zu einem Diskurs, der besser trifft, nämlich durch den Schlitz in der Rüstung, der ansonsten nicht da wäre. Ich würde sogar noch ergänzen, dass diese Gier nochmal durch unsere Systemlogik im Kapitalismus verstärkt wird. Also auch den sozusagen real existierenden Gelebten, also mit Wettbewerb, Konkurrenz, dieser Beschleunigung an Wachstum, also allein durch diesen ganzen Kapitalmarkt, Finanzmarkt, der ja hyperschnell geworden ist, getaktet ist, völlig entfremdet ist von dem, was für ein Wert eigentlich dahinter steht. Und das gibt sozusagen, das ist der Pacemaker, also der den Beat vorgibt. Und der Beat wird halt immer schneller. Und das heißt, du kannst sozusagen als Unternehmer auch nur noch mit Gier oder gierähnlichen Verhaltensweisen reagieren, weil du musst ja im Wettbewerb bestehen. Sonst wirst du ja abgehängt. Also das heißt, du musst dich auf diese Logiken des Giers am Ende einlassen, um in diesem Wirtschaftssystem überhaupt Schritt halten zu können. Das wäre sozusagen wirklich die systemstrukturelle Sichtweise, dass das nicht der böse Unternehmer sein muss, der irgendwie wie Dagobert Duck auf seinem Geldspeicher, die gibt es sicherlich auch, aber das ganze System zwingt diese Akteure dazu, so zu handeln. Und ich würde noch ergänzen, dass es sowas gibt wie Trägheit oder, sage ich mal, den inneren Drang der Bequemlichkeit oder der Leidvermeidung und der kurzfristigen Leidvermeidung. Also Menschen wollen sozusagen Leid vermeiden und wenn sie was gefunden haben, wo das gelingt, dann beharren sie natürlich darauf und halten daran fest. Das erklärt vielleicht auch, warum wir so autofixiert sind, wenn wir aber gleichzeitig einen miserabel ausgebauten Nahverkehr haben. Wenn wir also Alternativen hätten, die uns die gleiche Bequemlichkeit und dieses Freiheitsgefühl oder wenn einfach nur Bahn alle Punkte sozusagen erreicht und das einigermaßen pünktlich, wäre schon viel gewonnen, weil dann wäre sozusagen der Umstieg auch erleichtert und dann würden auch viele diese Trägheit überwinden. Aber so, wenn wir gleichzeitig eine katastrophale Infrastruktur haben wie die Bahn, die immer schlimmer anstatt besser wird, ist es ja dann kein Wunder, dass das Auto als Heiligtum verehrt wird. Und da kommen wir ja auch immer wieder auf diese Beispiele, die wir immer im Wahlkampf zu hundertfach gehört haben, die arme Krankenschwester, die auf dem ländlichen Raum lebt und so weiter. Und da ist immer die Antwort Diesel und Auto und keinerlei andere Lösung, wie man vielleicht Mobilität so organisieren könnte, dass auch die Krankenschwester im ländlichen Raum oder überhaupt, dass wir den ländlichen Raum mal stärken, weil wir haben ja ein anderes Problem mit den urbanen Ballungszentren und so weiter, wäre ja vielleicht mal nicht schlecht, dass vielleicht so ein feingliedriges Verkehrsadersystem tatsächlich auch mal so ein bisschen die Massen verteilt und wir auch den Wohlstand verteilen können und damit auch letztendlich Wohnraum wieder günstiger machen und so weiter und so fort. Also, dass da nichts Neues kommt, dass das immer die gleiche Scheiße ist, die da reproduziert wird, das ist wirklich, das macht mich wirklich fertig. Wirklich, Ist das es ist so, so ja? fantasielos. Genau, Unfassbar. das ist eigentlich das Traurige, ne? Also, dass die Ja. Leute, die immer von anderen Innovationen einfordern, selber halt immer nur dieselbe Sache dann wieder kauen können, so als ob sie das irgendwie gewollt ist. Ja, das ist schon Du echt könntest crazy. so geile große Würfe machen. Du könntest so unsere Lebensqualität erhöhen und so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber es ist diese fantasielose, armselige, gequirlte Kacke, die Ja. macht mich fertig. Setzt du. Ich guck mal, was auf der nächsten Folie. Da haben wir schon Ach E-Fuel ist. ja, Guck mal, jetzt kannst du noch juhu! einen, kannst du direkt weiter Oh ranten. Das ist nein, super, es passt mein perfekt dazu, Herz, oder? Es mein passt perfekt Herz, dazu. mein Herz.